Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin hier bei Honda und werde mit einer Gruppe zusammen diese wunderbare Honda NC750X ausprobieren. Das wird sehr, sehr spannend, weil wir in einer Gruppe unterwegs sind. Ja, Gruppentestung, ne, dass wir auch zusammenstehen können. Und dann darf noch so ein Technik-Talk nicht fehlen. Ist ja klar, wie gewohnt. Ich nehme euch wieder mit. Wir starten hier ganz entspannt auf dem Freigelände und dann geht's nachher auf Tour. Ja, wie das sich gestaltet, das seht ihr in diesem Intro. Los geht's. Sehr cool. So läuft das nämlich hier im Video. Also los geht's auf die Freifläche. Ja, es gibt Unterschiede. Es gibt die DCT-Variante und es gibt die geschaltete Variante. Was das Motorrad noch für Raffinessen hat, das werden wir in diesem Video zusammen erleben. DCT-Doppelkupplungsgetriebe auf dieser Seite, geschaltet auf dieser Seite. Ich freue mich so, dass wir zusammen Motorrad fahren wieder. Machen das wir wird auch. Richtig gut. Ja. Und der Chris dabei. Hi. Hi. Bam. Damit wir natürlich alle nachher schön zusammenstehen können, werden wir noch einmal getestet. Yo, das wäre hier der Kollege. Leider ist meine Rasenfläche zu klein, aber das wäre genau das. So schlimm, Olli? Oh, ich weine schon. Deine Augen. Ich weine schon wieder. Nein. Ah, Testerei. Alles klar. Chris ist dran. Viel Spaß. Jetzt gibt es eine kleine Einweisung und dann rein in die Klamotte. So schnell geht das nämlich. Und bevor wir hier starten auf unsere Tour, gehen wir erstmal auf die Freifläche. Wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe und richtig gelesen habe, ne, dann werden wir hier eine schöne, sehr schöne Zeit verbringen und abschließend heute Abend in einem Weinfass übernachten. Das werden wir vorher austrinken, dann wird es richtig lustig. So, der Rainer ist wieder da. Gibt es einen kleinen Kaffee heute? Ja, einen kleinen. Wunderbar. Tasse. So kann der Tag gut starten. Tasse war nicht groß genug. Ja. Kai ist der Kollege mit dem weißen Jäckchen, ne? Hallo. Ich habe immer Angst, wenn du nicht bist. Ja, wieso? Weil ich muss immer den Bauch anziehen. Ich erfinde dein Gesicht. Achso, dann ist gut. Das kannst du machen. Bauch ist da unten dann. Okay. Bevor das jetzt losgeht hier auf der Straße, gibt es vom Rainer eine kleine Einweisung ins Fahrzeug und natürlich die Möglichkeit hier auf der Freifläche sich an den Bikes zu gewöhnen für die Teilnehmer. Ich schaue mir das mal an, was der Rainer so erzählt und ich freue mich nachher, wenn die Tour losgeht. Sensationell. Top. Kurzes Interview hier zwischendrin. Ist immer gut, mal so ein paar Tipps wieder mitzukriegen, ne? Sehr schön. Hör mal, das ist der Hommer. Gut, ne? Richtig, richtig cool, ja. Meter auf der NC750X. Sehr cool, sehr handlich. Man sitzt bequem. Und hier werden immer noch die Übungen gefahren. Das ist super cool. Der Rainer erklärt das immer so schön. Teilnehmer sind gut drauf. Schön hier Slalom. Deine Handling-Test, so, jawohl, wunderbar, sehr angenehm.
Wir haben hier diese kleine Scheibe. Ich fahre jetzt hier eine Standard. Da steht jetzt, ich habe irgendwie zu dicke Stiefel an. Da steht der Schalthebel ein bisschen tief für den dicken Stiefel. Aber ist okay. Gucken wir uns noch zusammen das Display an. Wenn es jetzt eine Spiegelung gibt, dann ist das nur im Video so. Also ich nehme das jetzt hier nicht als Spiegelung wahr. Was haben wir? Zentral ist, wird die Geschwindigkeit angezeigt, die Kilometer gesamt, dann die Batteriespannung und T für Traktionskontrolle. Hier ist der Drehzahlbalken und in diesem kleinen Fenster die Ganganzeige. Mittig oben haben wir die Uhrzeit und links oben die Tankanzeige. Des Weiteren kann man sich hier noch anzeigen lassen, ob geschaltet wird oder das lässt sich frei belegen. Und es gibt auch noch verschiedene Fahrmodi, aber dazu kommen wir später. Jetzt gibt es ganz kurz die Facts mit Olli. NC750X, aber was heißt NC? New Concept. Und wie ich eben schon erwähnt habe, gibt es hier eine Besonderheit. Dieses irre große Helmfach oder Staufach, Stauraum kann man es nennen. 23 Liter, oder? 23 Liter, nochmal ein Liter größer geworden. Ja. Da kriegst du einen Integralhelm rein. Ja. Oder halt dementsprechend Handschuhe. Richtig, okay. Material hier, Wahnsinn, guck mal. Warte mal, da ist so alles drin. So, wir haben jetzt mal das Motorrad das vom Rainer genommen. Das geht noch tiefer. Was haben wir denn da noch? Und noch mehr Handschuhe. Also da geht alles rein. Stöckelschuhe, alles drin. Alles drin. Nee. Das ist cool. Das ist das auf jeden Fall cool. Und das ist quasi das New Concept dann. Genau. Es ging eigentlich darum, in der Vergangenheit, wie wir die NC eingeführt hatten, die NC-Serie damals, war es eine Plattform, drei Fahrzeuge, eine Motorplattform, eine Rahmenplattform und darauf aufgebaut halt verschiedene Konzepte. Und wichtig, wie du gesagt hast, gerade dieses New Concept, dass man da wirklich ganz guten Stauraum hat für die Stadt, um ein gutes Handling zu haben bei dem Fahrzeug, auch noch einen niedrigen Schwerpunkt zu erreichen. Der ganze Kram, der damit reinspielt. Ja. Tiefliegender Motor, Schwerpunkt niedrig, großes Fach, um dann in der Stadt eigentlich schön unterwegs zu sein. Ja, ohne Tankrucksack, ohne Hochaufbauten, genau. Und getankt wird unterm Sitz, oder? Das gucken wir uns auch mal an. Da ist er versteckt. Wunderbar. 14 Liter gehen rein. 14 Liter gehen rein. Klingt jetzt genau. Erstmal nicht so viel, aber wir haben einen Verbrauch von roundabout 3,5 Liter. Das ist kriegst cool. Du hin und das passt, ja. Ja. Also hat man auch ordentlich Reichweite. Was? Sitz werde ich unterwegs berichten, wie bequem das ist. Es sieht auf jeden Fall sehr bequem aus schon mal. Ja, und das ist ja das Highlight. Früher war die NC 750X sehr hoch, ne? Weil ja. Wir ja die S-Variante noch hatten. Ja. Haben wir jetzt beide so ein bisschen zusammengeführt, sage ich mal. Ja. 800 Sitzhöhe. 800 Sitzhöhe. Wie groß bist du, Olli? 1,78. Das kommt hin. Warte mal, wir machen mal eine Totale hier. Genau. Guck mal. Und da komme ich runter. Das ist das. Füße bis zum Boden. Das ist natürlich für kleingewachsene Menschen immer mega. Thema. Das ist weil der das Punkt, ist so, ja. die Sitzhöhe ist immer, ja. Wird immer gefragt. Zum Schluss sag ich immer, Probe sitzen hilft, weil das geht meistens da um die Schrittlänge und letztendlich dann auch selber Probe fahren. Ne? Wir können euch ja alles erzählen, wir geben uns Mühe dabei, aber selber fahren ist letztendlich dann nochmal wichtig. Aber so, das sind schon mal so die Eckdaten. Was natürlich nie fehlen darf, ist die Leistung. 58,6 PS und die 69 Newtonmeter. Bereift immer 160-60. 17 und 120, 70, 17 auf dem Vorderrad. Ja, da genau. Würde ich jetzt sagen, LED-Licht ein, ringsrum und Abfahrt. Die Tour startet jetzt. Jetzt geht es mit der GoPro weiter. Ich glaube, wir haben alle Spaß. Kommen Sie bitte. We'll be right back.
wir denn hier für ein Knöpfchen? Aha, okay. Kannst hier rumswitchen. Das ist mit einem Balken hinterlegt. Und wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich diese Parameter einstellen. Das hier ist im Sportmodus. Dann gibt es einen User-Mode, einen Rain-Mode und den Standard-Mode. Aber Sport ist, glaube ich, gut. Ich freue mich richtig auf die nächsten 2 Tage. Wir haben jetzt nochmal eine Übernachtung dabei und am morgigen Tag geht die Tour weiter. Was halt super cool ist, dass ich hier mein ganzes Equipment oder viel meines Equipments in diesem Fach untergebracht habe. Und ja, das ist halt genial. Ich muss nicht so viel schleppen. Es ist einfach nur perfekt. Das Motorrad auf den ersten Metern vermittelt ein gutes Gefühl. Hast nicht viel Bewegung im Fahrwerk, aber durchaus einen hohen Komfort. Obwohl es jetzt nicht irgendwie pumpig ist, würde man sagen, so satt. Es funktioniert satt, souverän. Sehr leichte Kupplungskraft, also die Kupplung ultra leicht zu bedienen. Ride by wire, eh klar, ne? Hier haben wir nur noch Käbelchen. Ach, herrlich. So muss Motorradfahren funktionieren. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Frankfurt losgefahren, sind jetzt hier in der Nähe von Frankfurt gestartet, geht direkt auch mal mit ganz geschmeidigen Sträßchen hier los, also fühlt sich gut an, super schöne Gegend und wir haben so mega Glück mit dem Wetter. Ich habe jetzt extra noch einen Regenüberzieher dabei, aber wenn du das dabei hast, dann kannst du schon mal pauschal sagen, dann wird es eh nicht regnen. Also bei den niedrigen Drehzahlen hier, 5. Gang. 2000 Umdrehungen, 3000 Umdrehungen, dann nimmst du den Motor gar nicht wahr. Sobald du ein bisschen Drehzahl gibst, fühlt sich das fantastisch an. Du hörst den Motor, aber eher so unterschwellig. Was? Für eine schöne Gegend. Leute, das ist ein Traum. Hier ist richtig, also sehr schöne kleine Straßen, viele Kurven, sehr abwechslungsreich. Ich genieße das. Und so, du hast so, das Motorrad macht einfach. Super relaxte Runde auf jeden Fall bis jetzt. Ich bin tiefenentspannt. Ich denke, so geht's allen. Hier gibt's eine kleine Erfrischung, Käffchen, Wasser und da geht's weiter schon. Rucki zuck hier. Hallo, wie ist denn die Stimmung? Die ist super. Super, ne? Klasse ist die Stimmung. Läuft, Film für euch schon? Ja, wir machen gerade die Fliegen vom Objektiv. Okay. Wer weiß, wie lange sie da drauf ist. Wir werden es sehen, später. Ja, genau. We'll be right back.
geil ist das denn bitte? Hier, guck mal an diese Weinfässer. Also, mehr hätte es auch nicht regnen dürfen, da hinten. Ja, dann wären wir ein bisschen geschwommen mit unseren Fässern. Aber jetzt frage ich mal, wie es so den allen anderen gefallen hat. Top. Ich kriege das Grinsen wieder nicht aus dem Gesicht. Herrlich. Auch was das Teilchen da so mitmacht, so mit seinem Kofferraum. So, alle schwer am Grinsen. Ja. War gut, oder? War echt geil. Bist du Mama. Schaltung oder DCT? Schaltung. Ich bin noch normal. Noch normal, okay. War leider aber war geil. Cool, ne? War richtig toll. Hat er super gute Strecken rausgesucht. Also es war hammermäßig. Wenn ich 3 oder 4 hätte, die würden alle oben sein. Ja, top. Hier kriegt ihr direkt ein Däumchen so. Zwischendäumchen. Ich bin heute umschwärmt. Ja. Wie hat es denn so hier gefallen, wenn ich mal hier rüber frage? Ja, perfekt. Perfekt. Coole Strecken, ja. Wispertal, Pressberg hoch, die Kurven machen Laune. Hast du das gekannt? Das sprudelt da so raus jetzt so? Okay. Ja, ich hab's von zu Hause hierher, aber es ist nicht ganz so weit. Okay. Fahre ich öfters. Oh, jetzt beneide ich dich aber. Ja. Du hast cool. Ein bisschen weiter. Ja, aber es war eine Hammertour. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, also das nächste Mal Freund einpacken und sagen, ich weiß, wo es schön ist. Auf jeden Fall. Direkt hier hin. Ein Schluck aus der Flasche noch. Alkoholfrei. Das war mal sportlich, oder? Ja, absolut. Da hat der Herr Rainer eine gute Tour rausgesucht. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Ich war sehr verwundert, was das Teilchen da so leistet. So komplett unspektakulär, aber... Gerade mit dem DCT aufdrehen, das Ding schaltet runter, brrr, und dann ist das Ding weg. Drehmoment macht Spaß. War schön. War sehr schön. War sehr schön. Doch, war toll. Mal was anderes. Eine tolle Strecke, interessantes Bike, interessante Truppe. Ja. Tolle Gegend, hier war ich noch nie. Ja. Von dem her perfekt. Ja. Mhm. Herrlich. Ich wusste nicht, dass hier so viele Kurven sind. Habe ich gar auch nicht auf dem Zettel gehabt, ne? Irgendwie. Und sieht auch nicht irgendwie nach Einschränkungen aus fürs Wochenende, ne? Nee. Alles? Geht noch, ja. Hier ist alles am Sonntag noch einmal die Tour machen, auf jeden Fall. Hier ist alles so in Ordnung, genau. Du hast definitiv heute schon alles richtig gemacht, genau. Würde ich sagen. Klasse. Geschaltet oder DCT? Was DCT. Du? DCT. Brauche ich vielleicht den motorischen? Mal schauen. Ja. Ja, tausch mal vielleicht mal. Das Dumme ist, ich schalte immer einen Gang runter, versuche ich, aber da ist kein Hebel. Ne? Ja, wobei der Drehmomentverlauf ja so linear ist, also kannst alles in du hast echt so, hohen Gängen so fahren. Die Automatik drin, dass du immer runterschalten möchtest. Ja. Ist keine Kupplung da und der Fuß geht vor. Aber hast du mal mit den Schaltern, mit den Tastern probiert? Alles probiert einmal. Ja. Das geht dann auch relativ schnell in Wenn man es mal drin hat, einmal frei. Das ist echt gut, also gibt's nichts. Cool. Ja, die Maschine ist völlig souverän. Genau, ja. Einfach. Das Ding bringt nichts aus der Ruhe. Nee, genau. Muss man sich gar keine Gedanken machen, drauf sitzen, fahren. Ja. Sie haben Ihr Weinfass erreicht. Guckt euch das mal bitte an. Wie geil ist das denn, oder? Hier drin übernachten und das ist dann mein Ausblick. Ja, ey, Hammer, oder? Geil. Ich glaube, ich muss nur das Bike irgendwie herholen, um meinen Kofferraum zu leeren. Mehr brauchst du auch gar nicht. Ich finde es mega und gerade wenn du so viel unterwegs bist und so viel in Hotels pennst, total meinen Geschmack getroffen. Ganz wichtig, Geräte laden, das ist die Hauptsache. Es gibt nichts Schlimmeres wie einen leeren Akku, ne? Guten Morgen aus meinem Weinfass. Ich hätte noch länger schlafen können, aber es hat sich gut angefühlt. Es war wohl sehr kalt und ich war froh, dass ich meinen dicken Pulli anhatte. Aber guckt euch doch mal den Ausblick an hier. Ich liebe das Weinfass.
Ich komme wieder, keine Frage. Heute machen wir den Endspurt. Heute geht es dann noch auf die letzte Runde. Ich freue mich schon. Ich habe jetzt DCT, das heißt, filmen ist viel besser. Und hier ist das Ganze, mein ganzes Equipment ist in diesem Fach drin. Unglaublich. Also, das heißt, wir können starten und der Rucksack ist nur noch Tarnung. DCT, geil. So, ja, wunderbar. DCT ist halt einfach geil, ne? Zum Filmen hast du halt immer eine Hand frei. Das ist perfekt. Auf jeden Fall. Oh, die anderen sind schon losgefahren. Oh, geil, oh. Hammer. Ah, da kommen sie nochmal. Kommen nochmal alle zurück. Was ist hier? Ach, herrlich. Ich bleib mal im Schatten stehen oder so. Sind wir schon da beim Frühstück? Ja. Nein! Ihr seid bekloppt. Das gibt's ja gar nicht. Nein, oder? Hä? Sind wir jetzt echt da? Olli! Das Geilste, wir sind schon da. Also wir sind jetzt hier rumgefahren, um hier zu frühstücken, oder wie? Ich werd verrückt. Okay, aller gut. Ja, passt, läuft bei uns. Guten Morgen, Rainer. Wie hast du denn genächtigt in deinem Fass? Ja, horizontal. Horizontal. Und zu kurz, oder? Zu kurz, ja. Ab halb zwei war ich in der Koje. Ja, okay. Aber war gut. Ja, gut dafür geschlafen. War die erste Etappe heute sehr kurz gehalten. Ja, ja. Was ja auch okay ist, ne? Genau, aber wir hatten immerhin eine 180-Grad-Kehre, weil ich mich verfahren habe, am Parkplatz vorbeigefahren bin. Okay, alles klar, läuft. Ganz entspannt an zwei Tagen dieses Motorrad erfahren kannst und ich separiere wirklich. Also ich glaube über 60% gehen als DCT in den Markt und das ist schon eine große Akzeptanz, würde ich mal sagen. Ich war am Anfang auch skeptisch, so ach, so ein Motorrad muss eine Schaltung haben. Ganz ehrlich, wenn es so zum Konzept auch noch passt, finde ich, das geht vollkommen klar. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich einen Supersportler fahren würde, wenn denn Supersportler das DCT hätte. Aber hier in dem Bereich, ey, wieso nicht? Das ist so angenehm. Du hast wirklich eine Hand, die entspannt am Lenker bleiben kann, weil ich ja eh so mit den Händen quatsche. Es ist schon echt angenehm, auf jeden Fall. Hier eine kleine Pause beim Aussichtspunkt der Lorelei. Also wenn ihr mal in der Nähe sein solltet, wenn du mal da sein solltest, dann lass dir diesen Ausblick nicht entgehen. Du kannst hier bequem mit dem Motorrad hinfahren und die letzten Meter zu Fuß gehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde das Konzept einfach so stimmig,
dieses Motorrad mit DCT zu fahren, das ist einfach nur cool, weil es so was anderes ist, weil es so relaxed ist, aber auch mit der Funktion, dass du mit Plus und Minus halt zuschalten kannst. Das ist natürlich ein super Feature. Ich würde es euch nochmal zeigen, so unabhängig von den anderen Videos, die es schon gibt, die ihr vielleicht auch schon kennt. Dann könnt ihr jetzt vorspulen, aber ich zeige es auf jeden Fall nochmal kurz. Du hast hier bei diesem Fahrzeug eben keine Kupplung mehr, keinen Schalthebel mehr. Das ist natürlich das Markanteste. Plus hochschalten, minus runterschalten. Und wenn du dann einfach noch deine Augen benutzt, die du sowieso benutzt, dann ist das natürlich ein super gutes Match in Verbindung mit dem Bike. Da kann man richtig Spaß haben. Also das Ganze geht dann relativ fix. Und Honda hat ständig auch diese Schaltvorgänge optimiert. Das funktioniert mittlerweile so sahne. Also richtig toll gemacht. Herrliches Stück Kurven, sensationell, das Motorrad liegt wie ein Brett. Dunlopreifen hier lenken ein bisschen schwerer ein, aber ist dann auch sehr stabil in der Kurve. Rasten kommen, klar, setzen auf, aber ohne Stress, also es kratzt so ein bisschen, ne? Absolut fantastische Runde hier und ich kennst du diesen Augenblick, wenn du feststellst, Kacke, ich hab's nicht mitgetrackt. Aber vielleicht komme ich an die Route irgendwie, dann wird das nachgeliefert. So, Feldberg hoch, Feldberg runter und dann gibt's sicherlich irgendwo was zu essen. Yummy! Wir sind zurück. Hammer, wie schnell jetzt 2 Tage rumgegangen sind. Spritverbrauch ist immer noch bei 3,9 Liter bei der DCT. Und jetzt kommt ja noch mein Schlussfazit. Mega. Mega, ja, war schön, ja. Ne? War Wahnsinn. Bestes Ereignis vom ganzen Jahr auf jeden Fall. Vom ersten Draufsitzen bis jetzt. Ja. Klasse. Ich finde, das Motorrad hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient, das Arme. Ne? Das ist so irgendwie, ja, das gibt es schon länger, aber man hat es nie beachtet irgendwie. Passt easy, total gut. Ja. Auch die Bremsen sind gut. Ja. Ich bin jetzt auf eine alte Kiste wieder umgestiegen. Das ist kein Vergleich, die ist schon. Ja, ja. Ist gut. War gut, ne? Ja, passt alles. Super, du hängst noch einen Tag dran? Ja. Du machst alles richtig. Genau. Wie hat es euch denn gefallen hier? Uns hat es. Ja. Hat sehr gut gefallen. Ich bin endlich mal wieder zum Motorradfahren gekommen. Ja. Nach langer Zeit sehr viel Motorradfahren, sehr viele Kurven. War geil, ne? Noch schön gefilmt dabei. Ja. Das macht auch immer Spaß. Und wir waren gerade nämlich Film vom Film, oder? Filmst du auch? Genau. Behind und so vor the scenes. Ich bin ja die meiste Zeit die Africa Twin gefahren und heute haben wir dann nochmal getauscht. NC 750X mit Sozia hinten drauf beim Film. Ey, das macht richtig Laune. Also das ist so wendig, die Kiste. Die hat doch viel mehr Aufmerksamkeit verdient, die gute, oder? Genau. Und deswegen bitte ich dich jetzt nochmal vor die Kamera für unsere Kamera. Alles klar, check das Video dann auch ab. Genau. Das läuft ich dann bei dir Honda, in der Kamera, ne? Du bei mir in der Kamera. Alles klar, so machen wir das. Top. Es ist geschafft, wir sind wieder zurück. Hey. Hat es euch gefallen denn? Ja. Ja. Müde? Nein, gar glücklich? Nicht müde. Glücklich, ja. DCT oder Schaltung? Schaltung. Okay. DCT. Okay. DCT. DCT. Oh wow, alles klar. Ja, Hammer. Wahnsinn. 3-1. Top. Was hat euch am besten gefallen? Eigentlich alles. Ich glaube, alles. Da gibt es keinen Der Empfang gestern am Campingplatz. Jo, dann lassen wir so stehen. Hat mir auch super gefallen. Top. 3 Hütten voller Bier. Wow. Mit Eiswürmchen. Das war richtig geil. Also egal cool. Was. Egal. Also wir sehen uns wieder, oder? Ich denke auf jeden Fall. Top. Definitiv. Ich denk mal. Ein Motorrad, was
wie ich finde, total unberechtigt irgendwie so in einem Schatten steht und irgendwie so unauffällig ist. Ich habe es ja auch selber nicht auf dem Zettel gehabt. Mein Highlight war übrigens auch, die Übernachtung im Weinfass war großartig. Ein super cooler Rainer, der uns hier durch die Kurven gejagt hat. Herrlich. Also so muss Motorradfahren funktionieren. Und mein, also wirklich ein positives Erlebnis eben mit der NC750X, ein Motorrad, was wirklich abgeliefert hat. Und alle, die ein unkompliziertes Motorrad möchten, wo du auch noch ein bisschen Zeug reinkriegst, wo du alles mitmachen kannst, wo du vielleicht was Außergewöhnliches auch hast und nicht so das, was alle fahren, benutzt. Also ich finde ein Motorrad unter 8.000 Euro, was so abliefert, unspektakulär, klar. Bremse ist okay, Reifen waren beide okay. Also wir haben ja eine Ausführung mit Dunlop, eine mit Metzler. Das hat auch gut funktioniert. DCT oder Schaltung, ich würde jetzt so für meinen Begriff sagen, bei diesem Motorrad sehe ich auch ein DCT, weil das ist dann eine ganz runde Geschichte. Aber das ist auch Geschmackssache. Hier wurde ja auch nochmal abgedatet. Hier die schnellen Schaltzeiten. Du hast hier keine Zugkraftunterbrechung. Also es beschleunigt so weich. Auch hier wieder unspektakulär, auch von der Verteilung, von der Gewichtsverteilung. Der Paralleltwin ist nach vorne geneigt. Bietet dann eben hier, wo sonst normalerweise der Tank wäre, einen Raum, um was mitzunehmen. Im Heck der Tank, also von der Idee cool, super cooles Motorrad, tolle Truppe. Ich sage hier danke an alle und ich sage danke fürs Zugucken. Wenn ihr es bis jetzt ausgehalten habt, dann lasst auch noch gerne ein kostenloses Abo da. Dann würde ich sagen, wenn ihr möchtet, guckt ihr euch direkt in der Playlist um. Ansonsten sehen wir uns in 3-4 Tagen wieder. Tschüssikowski, bis Danimanski. Ausprobieren, nicht vergessen. Ciao.